Wichtig ist, sie dürfen nicht in den Horror-Modus kommen. Moin Leute, die heutige Aufnahme ist aus dem letzten Livestream, es hat mega viel Bock gemacht mit und gegen die Community zu spielen und es haben einige angekündigt, dass sie zwischen Bieber und Lupatino das Gebiet besetzen wollen, deswegen wollen wir uns dahin machen und natürlich schauen, was Sache ist. Hey, guck mal, die Base ist ja geil. Mal, wer hat die gebaut, muss ein richtig toller Boy sein. Mit dem Baum oben so einen Baum gepflanzt. Ja. Schon nicht schlecht so. Die sieht richtig gut aus. Und dahinter steht ein Auto, ein Wotnik. Nee, was ist das? Nee, MTV, ja. Ja. Gefällt mir, die Base. Müssen wir erobern. Haha! Barry. Was lacht der Barry wieder? Der andere schreibt mir gerade so. Weiß Mucka nicht, dass das deine Base ist, oder ralle ich seinen Sarkasm nicht? Wie, Perry, das ist deine Base? Ich dachte, unsere Community Base wäre ganz im Nordwesten. Oh, Perry. Hier sind Zombies nebenbei hinter uns. Ja, jetzt sind wir auch in dem Bereich, wo wir gleich sterben werden. Nein, hier ist Starkey, hier werden wir nicht sterben. Ich wette, du wirst gleich einfach volle Kanne in die Wotniks reinfahren und die werden uns töten. Nee, gar nicht. Ich weiß nicht wieso, weil ich Licht an habe. Ich sehe die, bevor die uns sehen. Das wäre Realistic-Modus. Aber die Base hier ist auch schon fast despawned, ne? Obwohl, nee, die geht noch. Der Koshi ist kein bisschen despawn. Die haben die immer noch weiter gebaut. Ja, aber. Ja. Die haben wir schon ein paar Mal bekämpft. Ja. Aber wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, wer da baut. Na. Einsteigen. Deswegen am Deutschen ein. Schnell, schnell! Wir brauchen Verstärkung! Okay, vielleicht bin wir doch ein bisschen friendly, ja, aber... Ja, Wotniks, das ist der andere! Das ist der andere! Du sagst! Mensch. Ah, da gibt's einen Middleburg. Du sagst, ey. Du hast doch absichtlich uns hier lang gelotst, dass wir den mitnehmen. Ich sag dir mal, dass er nicht reden soll. Kein Night Vision am Start. Ich spiele auch ohne Night Vision. Night Vision ist für Pussys. Das ist eine helle Nacht. Solange es eine helle Nacht ist, kann man auch ohne Night Vision spielen. Da braucht man doch keins. Außer wir gucken mal, wenn wir vielleicht im Wald kämpfen oder so, dann wechseln wir doch. Aber so weit. Was denn? Night Vision ist für Pussys, kleine Admin-EPD. Was? Der EPD hab schaut den Stream noch hier. Hier ist gerade irgendwo ein Helikopter runtergegangen, Perry. Also hier hast du die gesehen, wo die gesagt haben, yo, Lopatino und Bieber gehört uns, ne? Ja, ja, also die sind halt hier immer rumgefahren, oder? Ich werde versuchen, die Straßen zu meinen, damit wir kämpfen können. Weil an der Straße. Ja? Wir brauchen halt einen Abstand zu denen, weil sonst treffen die uns sofort mit den Geschützen. Auf der Straße ist es extrem gefährlich. Weil wir können auch nicht einfach so aussteigen, weil die uns sonst überfahren werden mit Railwood-Nix. Manchmal, aber was heißt manchmal, in letzter Zeit spiele ich einfach viel zu aggressiv, weil ich gerne lieber die Action aufnehmen würde für euch, so statt 4-5 Stunden rumzukämpfen. Deswegen mache ich dann lieber All-In und gehe aggressiv rein, mit der Hoffnung, dass ich das ziemlich gut... Aggressiv! Nördlich von uns startet wieder ein Helikopter, hörst du das?
Aber das ist, glaube ich, eine Mozzie. Die kann extrem weit. Das ist die eine Base, wie wir schon mal gesehen haben. Okay. Weißt du die noch? Könnten, ja, die könnten das auch sein. Wir fahren mal dahin. Ja, wir fahren einfach mal hin. Komm. Nee, das ist nicht die Base. Wenn das ein Mozzie ist. Oder ist das kein Mozzie? Das hört sich nach einem Mozzie an. Das ist auf jeden Fall ein Mozzie. Dann ist es noch viel weiter im Norden. Die Base war ja hier links irgendwo. Quatsch. Weißt du, wie laut so ein Mozzie ist? Da brennt was. Oh ja. Ist das eine Mission? Natürlich. Ja, das könnte. Ja, das ist ein Mission, Military okay. Truck. Okay, wir fahren mal nur kurz vorbei. Eine Mission ist schon gemacht. Ja, man muss die Mission clearen, bevor man looten kann. Wow, Drift. Was war das? Ein Drift. Von blinkt etwas. Ach, das ist die Watson, müsste das sein, ne? Da wird geschossen. Links vor uns. Aber auf wen? Oh. Also ich mach mal PKP oder so, oder ein 240. Oder eine Mod. Ich sehe da Zombies laufen. Ja, ich sehe Zombies laufen. Da fährt Wodnik fährt da. Durch die Stadt. Durch die Stadt, parallel zu uns. Ja, aber... Okay, nach rechts. Ja. Zwei, drei Stück, da sind richtig viele. Wollen wir aussteigen, eine Runde ballern? Ja, würde ich sagen. Da kommt was auf uns zu auch. Ja. Nicht? Oh, Junge, wir stellten sich vor mich. Ein Auto ist disabled. Einer ist tot. Physikat ein. Der Wodnik fährt noch. Zwei Stück. Oh, links, M107 oder so. Irgendwo in der Stadt. Irgendwas mit einer mega fetten M107 oder sowas. Geh den SUV als. Nee, da ist irgendwas abgestürzt. Der, Mozzi ist abgestürzt. Der Mozzi ist da abgestürzt. Oh. Bist du am Auto oder ist es quer? Ja, ich bin am Auto. Okay, der Mozzi ist abgestürzt. Ich sehe aber da keinen Spieler oder keinen Fallschirm. Ein paar Bloodbags. Da waren immer noch Zombies in der Stadt, also es könnte noch ein Spieler in der Stadt sein. Oh cool, ich habe einen Kill bekommen. Ja, die Kills, die werden irgendwie random verteilt. In der Stadt sind keine Zombies mehr, sagen die auch. Okay. Also sind die wahrscheinlich abgehauen. Ja, ich dachte, das Gebiet gehört hier denen. Was ist denn das für ein Gebiet hier? Haben wir das Gebiet erobert? Da ist aber kein Spieler gestorben. Also da hinten ist irgendwo hinter der Stadt, mitten auf dem Feld, muss da irgendwo noch ein Spieler mit einem Fallschirm runtergekommen sein. Dishing Devil's Castle. Haben wir noch DMR-Magazine zufällig? Ja. Ja, das war natürlich die beste Fläche für uns. Da hilft denen auch so ein bewaffneter... Bist du hinterm Auto? Ja, ich bin gerade am Liegen. Steig mal hin. Ja, die haben hier vorne direkt, haben die weitergebaut. Wo? Ach, das hier, okay. Ja. Ach, den Eingang haben die jetzt besser gemacht, ne? Mhm. Okay, da kommt noch eine Garage anscheinend hin. Ach, das hier, das Ganze haben die gemacht. Das sieht echt cool aus. Ja, das sieht richtig cool aus, ey. Und das ist halt... Nicht mehr so langweilig gebaut, einfach so eine Scheune hingenommen und zugeklatscht, sondern hat schon Stil.
Frage ist, wo sind die Botlings hin? Die sind bestimmt zum Spawn gefahren, um sich gegenseitig abzuholen. Kannst du ja mal Richtung Starry fahren und dann Richtung Süden. Ich weiß aber, wo wir langfahren können. Da, wo uns letztes Mal der eine Camper gekillt hat. Wir haben nicht versucht aufzunehmen. Und da war, 6 Stunden lang hat da eine Person an einer einzigen Kurve mit so einem AK-Magazin gekämpft. Ja, ey. Wir sind da 4-mal lang gefahren, 4-mal wurden wir von derselben Person beschossen. Und da ist wirklich nichts in der Nähe, da ist keine Stadt, da ist kein Gebiet. Da fährt auch nie ein Auto lang oder so. Wir sind da nur, ich weiß gar nicht wieso wir da lang gefahren sind. Oh, guck mal, da hat uns der Flieger gefunden. Wie? Der Flieger möchte kämpfen. Möchte mal gegen den Flieger kämpfen? Ja klar, möchten wir das. Glaube ich, eine bewaffnete Mühle. Okay. Kann einmal aussteigen. Aussteigen? Okay. Lol, das ist eine SD-Sniper mit Zero. Okay. Aber macht dann weniger Schaden. Lol, und Doppelzoom, wie die DMR. Macht dann aber wahrscheinlich weniger Schaden. Die ja, SD, es gibt nämlich auch die SD-M110, die macht nur 4000 statt 8000 Schaden. Warum, wo die Zombies überall gespawnt sind? Heftig. Die wollen echt mit uns anlegen. Oh ja. Ja, aber wir haben einen Botnik. Wollen wir nochmal? Die hovern gerade. Was sagst du? Ja, ich bin eigentlich dafür so. Okay, komm. Wichtig ist, sie dürfen nicht in den Hover-Modus kommen. Wow, wow, der hat knapp an mir. Ne, das wird zu unsicher, steig ein. Jo. Die schießen, wow, Junge, das wird richtig knapp an mir. Komm, wer liegt da? Ich. Wir wollten nicht aufstehen. Bin drin, fahr. Ja. Wir müssen uns besser das Gebiet suchen. Ich weiß aber gerade nicht, wo das sein könnte. Ja, ich nehme auch wieder die HK417. Ich überlege, wo könnten die Übersicht verlieren? Müsste eine große Stadt sein. Vielleicht fahren wir doch in den Süden. Wir müssen die Übersicht verlieren. Am besten noch an großen Gebäuden. Das heißt, wenn die hovern, dann können wir die aus allen Ecken beschießen. Jetzt werden die wieder eine Runde schießen. Aber so leicht macht Mukadena das natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir halten es einfach mit dicken Heli so. Oder wir fahren einfach weg. Nee, das ist unklug. Ich überlege, wo können wir fighten? Ich weiß, wo wir fighten. Ich sag's aber nicht im Stream, weil ich weiß nicht, ob die Streams einfach sind, weil die haben uns gefunden. Daher sage ich es mal nicht. Wir sind wieder an uns vorbeigeflogen. Es gibt eine Stadt, die weit vom Spawn weg ist, wo wir gegen die gut fighten können. Alles klar, ich bin mal gespannt. Die ist aber auch etwas weiter von uns weg. Wird gefährlich dahin zu kommen sein. Wir können so eigentlich ja. Novi aufteilen, aber Novi ist auch so eine Sache. Novi ist zu klein dafür. Ja, und auch wie die Zombies dann wieder, ne? Novi ist auch zu gefährlich, dass die Botniks kommen. Die meiste Befürchtung habe ich vor den Botniks, als irgendwie vor dem Heli. Weil wenn wir einmal der will sich recht vor uns stellen. Weil der hat den ganzen Hack. Okay.
Mucker, die sind so tief, ne? Ja, sollen wir hier aussteigen? Ja. Kannst du schießen? Mhm. Sind gerade weggeschwenkt. Naja, dann steig wieder ein. Das ist zu gefährlich, wenn wir sofort aussteigen. Leute, einsteigen. Jo. Was? Die schießen? Einer blutet, der kann sich aber am Auto verbinden. Die Sache ist, weißt du, wenn die genau über uns hovern, wir können nicht unbedingt aussteigen, einfach, Ja. Aber da haben wir einen Schaden zugefügt. Guck mal, da ist ein Survivor. Seid ihr schon am Fahren? Ja. Echt? Bei mir steht ihr hier noch. Ja, ja. Bei mir stehen die hier noch alle rum. Die können dies nicht sein. Aber da kommt noch ein Helikopter, jetzt wird's lustig. Ja, ich. Du bist ja eingestiegen, oder? Ja, jetzt bin ich drin, lol. Also bei denen lief das von Anfang an, weil die haben uns schon die ganze Zeit gefolgt. Lol, Mucka, wir könnten dich zum Junkyard locken. Ja, aber da können wir selber sterben, das ist das Problem. Hab ich auch schon überlegt. Nimm, fahr einfach direkt an den Zaun ran. Jetzt ist langsam die Engine gelb geworden. Wir nehmen den Wald hier mit. Oh. Hi, ich bin tot. Okay. Eine scheiß Position dafür. Okay, ich riskiere es einfach. Ich riskiere es einfach mit der Hoffnung, dass die Bots auf die schießen, nicht auf uns. Und jetzt wird es interessant. Die Bots haben hier M2-Geschütze, die müssen nur ein oder zweimal auf die schießen. Fahr einfach ganz nah an die Wand, an die Außenwand, stell dich an die Außenwand und schieß auf den Heli. Ich hab den Junkyard verpasst. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab den echt verpasst, der muss hier irgendwo sein. Die M2 müssen ja dann nur noch leben. Dann hoffen, dass... Ja, aber wer geht denn schon bitte looten? Eben vor dem Restart war der ja geklärt. Okay, da sind wir dran vorbeigelaufen. Jetzt bin ich gespannt, ob die... Ne, sind tot. Aber ich gehe jetzt einfach in den Junk hier. Die können uns hier drin auch nicht sehen, wenn die Night Vision anhaben. Hinten fliegen die weg. Schade, dass die M2-Schützen hier tot sind. Guck mal, ob hier schon gelootet worden ist. Natürlich nicht. Hey, cool, dann können wir repairen. Dann repair ich gleich mal das Auto. Aber wie so häufig, wer stirbt? Natürlich der Perry. Er war aber auch unlucky. Egal. Esse ich ein, zwei Gummibärchen. Jetzt hovert der langsam. Hat er mich gesehen? Jetzt so mies. Wer lustig mir jetzt sagen, hallo Mucka. Dann wäre das cool gezockt. Irgendeiner von unseren Leuten liefert sich gerade ein Battle mit denen.
Die sind noch zu weit entfernt. Hinten sitzt der Schütze drin. Es wird zu weit weg. Schau mal eben, was die Munition sagt. Ja, einige Schuss haben wir noch. Vielleicht wird der gleich ein bisschen mutiger. Treffen den aber. Ich weiß nicht, ob wir durch die Verteidigung durchkommen. Ich glaube, wir machen ihm genauso viel Schaden, wie der unserem Botnik gemacht hat. So gefühlt gar nichts. An ihrem zwei Geschützen geht, glaube ich, nicht, weil die stationär. Weil die dann, da sind ja, stationäre. Da kann man nicht dran. Die sind nur für Bots da. Hätte ich mal eine MK-Mod mit dem Leben. MK-Mod muss immer. Beste Waffe gegen Autos. So. Ja, wir haben ja auch eine. Aber ich hab die nicht mitgenommen. Damn it. Nein, ich gedacht, dass du eine mitnimmst. Alter, das Dumme ist, die können einen abwerfen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir so viel Action erleben werden. Ich hab drei Hits auf den Rotor gesetzt. Ich hab eben drei Hits auf den Rotor gesetzt. Die Sache ist, wir treffen jeden Schuss so, aber das ist halt ein... Oh Mann, wenn du Physik hören würdest, ne? Was ist los mit dem? Sagt er wieder, Cheater, Cheater, die können fliegen, Cheater. Ey, die ganze Zeit, er hat jetzt bestimmt 6 Meter gesagt, boah, jetzt hat der kassiert. Haben die das Auto repaired, weißt du das? Ich hab ihm gesagt, dass sie es reparieren sollen. Ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Mal eben nachfragen. Dann steige ich einfach ein, repair das eben und dann fahre ich los, um dich abzuholen. Oder kannst du hier schon mal entgegenkommen? Jo. Sag dir auch gleich erst, wo ich bin, wenn du losfährst. Jojo. Er fliegt so übertrieben weit weg, ne? Ich kann den von hier aus nicht... Selbst wenn ich treffe, ne? Ich werde niemals ins Cockpit treffen. Jetzt könnte der hovern. Ist nix. Ah, dieser Kampf, ne? Ich habe Angst, dass die jemand rausgeworfen haben. Boah, der hat aber was Dickes geschossen. Einer ist in der Nähe, ist tot. Rechts vom Auto ist einer. Okay. In den Büschen rechts vom Wortnik steht einer. Der andere sitzt noch im Auto. Und wenn er aussteigt, stirbt er. Dann sag doch mal, der soll losfahren. Sag den das mal. Alter, hier kommt noch irgendwas an. Hab ihm gesagt, er soll losfahren. Jo, hier ist ein M2 haben wir jetzt. Hier kämpft jetzt irgendwas. Jo, nein! Oh fuck, ich wurde getroffen. Hier kämpft jetzt eine Blackhawk gegen den Camper-Heli. Ja, nein. Ich wurde getroffen. Ich hab lieber den Blackhawk-Heli angeguckt, als den Schützen, der mich da getroffen hat. Ja, das war schon klar, dass die einen rausgeworfen haben.
Das wäre das Logischste, was die hätten machen können. Jetzt hat mich irgendeiner angeschossen von denen. Ist unser losgefahren? Ja, ja, er ist losgefahren. Okay, dann bettel ich jetzt mich mit dem, der mich hier angeschossen hat. Die Sache ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass die den Stream gucken. Und wahrscheinlich auch noch Night Vision haben. A little Night Vision. Aber ich finde Night Vision langweilig. Normalerweise geht ja Night Vision noch ein paar Meter, aber hier in DayZ geht's unendlich weit. Wenn ich einen Ghillie hätte, hätte ich sogar Vorteil gegen Night Vision. Da hat er mich gesehen, das heißt, er muss irgendwo. Ich sehe aber keinen, ich sehe da keinen. Hm. Ich glaube, dein Heli wird kaputt gemacht vom Blackhawk, ne? Wenn der Blackhawk kam und gut war, dann auf jeden Fall. Da kam uns jemand auf jeden Fall zu Hilfe. Hat sich doch mal gelohnt, da stundenlang zu campen. Okay, ich sehe einen Spieler, ich sehe einen Spieler. Oh. Billy, das sind zwei Spiele, glaube ich sogar. Der hat mich gesehen. Da haben wir einen getötet. Ex-Proof haben wir getötet. Durch das Auto durch. Wo hast du ihn getötet? Hier am Camp. Der hat mich aber, der hat Night Vision an, der hat mich mit Night Vision gesehen, anders hätte der mich nicht sehen können. Oder der hat den Stream an. Aber ich behaupte, der hat Night Vision an. Hat er bestimmt von Quizzix oder so gelootet. Das ist einer von den Leuten, die gesagt haben, dass Lupatino und Vima unter deren Kontrolle ist. Das heißt, da könnten noch mehr sein. Nein! Captain Price? Der hat, glaube ich, Blowjob gesagt, ne? Da müsste noch einer von diesen Axe-Leuten sein. Der könnte auch im Heli gewesen sein, ne? Das ist auch nicht. Könnte, ja, aber sei einfach vorsichtig. Was sagst du so einfach? Die haben versucht, das Auto zurück. Die Sache ist, wenn da jetzt noch einer ist, habe ich eh keine Chance. Ich müsste weglaufen, aber ich möchte nicht weglaufen. Ich möchte es riskieren. Hier fährt ein Botnik. Das sind nicht unsere. Aber André und Quizzix haben sich auch jetzt wiedergefunden. Okay. Nördlich von meiner Base ist auf jeden Fall ein Bot abgefahren. Ich hol mir eben da MK-Mod. Bisschen was, ich guck mal, irgendein MG. Weil wir haben auch noch ein paar M60. Ich hab Bein gebrochen, ich hasse diese Bugs.
Ich hab deine Sniper nebenbei mit. Ohne Dings. Und mit Dings meine ich Dings. Ja, ich hab jetzt einen Kamot. Okay. Pass auf, ich lasse das Ganze hier, weil das ist mir echt zu diskret. Ich weiß nicht, ob da noch mehr von denen sind. Weil wenn der im Gelände ist, der kann über die Mauern drüber gucken, mich einfach gleich abschießen. Ich habe alles, was ich brauche, jetzt mitgenommen. Ich habe für euch eine Waffe. Ich habe den Ghillie. Ich wollte eigentlich nur den Ghillie mitnehmen. Ich habe sogar noch was Bonusmäßiges ergattert. Und zwar kann ich mich jetzt wieder voll heilen. Wo bist du denn? War ich im Auto? Ich bin immer noch da. Wir haben nämlich, wie viel Blut hatten wir nur? Wir hatten 6000 Blut die ganze Zeit nur. Jetzt sollten wir wieder volles Blut haben, ja. Haben wir voll? Ich habe so ein gelbes Taxi. 12.000, wir haben voll. Bist du jetzt wieder Richtung Junkyard gelaufen? Ja, ich bin da lang. Da steht links ein UAZ neben der abgeschlossen ist. Da bin ich. Also, da sind die Leichen. Wenn du die looten möchtest. Ich versuche dir Deckung zu geben. Jo, ich geh mal gucken. Da ist ein Bambi. Ich glaube, das ist einer, der ausgestiegen ist von euch. Das ist crazy. Na jo, der lootet da. Okay, dann komme ich auch mal. Hast du die Sachen gelootet? Ja, ja. Wichtigste habe ich. Okay. Essen, Trinken, Tools. Ich habe noch die Engine Parts und repair eben das Auto. Aber ich habe leider gar keine Tools mitgenommen. Ich guck mal, ob der hier noch welche hat. Ja, der hat eine Toolbox. Headshot. Pistole könnte ich vielleicht noch mitnehmen, wenn der eine hat. Hat er nicht. Nur Magazine. Bei mir die Waffe hast du genommen aus dem Rucksack, ne? Nee. Ich hab ja die, ich hab ja die Mod. Pack die einfach in den Bot, ne? Okay. Wortnikus Guns. Das ist nämlich dieser SD-Sniper. Ja, also entweder benutzt ihr jetzt einer von denen oder ich pack die nachher in. Ja, pack die mal nachher rein. Ich würde die mich ganz gerne. Mit 4 leeren Magazinen, die werden nach Service Reset wieder voll. Ich würde die gern mal in der Aufnahme benutzen. So neue Waffen kommen immer gut an. Interessieren mich auch mal, wie stark die sind. Alle drin? Ja, dann pack die mal ins Auto, ich pack die mal mehr in den Rucksack. Ja, ich hab die schon reingepackt. Das muss man noch echt, die ist auch nicht. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random Daisy Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.